In den ersten Lebensjahren ist die Wirkung der Sinneseindrücke auf ein Kind viel nachhaltiger als in späteren Kindheits- und Jugendjahren. An qualitativ wertvollen Eindrücken bildet sich das Kind und verbindet sich mit seiner Welt. Diese elementaren Erfahrungen zu machen, was kann ich? Das kann man eigentlich fantastisch gut draußen. Und dazu gehören natürlich auch alle anderen Sinneserfahrungen. Ja? Wie fühlt sich Sand an? Wie fühlt sich Motsche an? Wie fühlt sich hier oben auf unserem Berg der Lehm an? Kinder haben ein waches Bewusstsein für das, was um sie herum geschieht. Durch Wahrnehmung und Nachvollziehen von sinnvollen Tätigkeiten und Vorgängen entwickelt das Kind Vertrauen in die Welt und damit letztlich in sich. Steiner sagt, das Kind im Vorschulalter, also in den ersten 6, 7 Lebensjahren, ist ganz Sinnesorgan. Das Kind ist in seinen ersten Jahren ganz und gar hingegeben an die Umwelt, also in den Sinnen tätig. Und was über die Sinne an das Kind herankommt, das prägt dieses Kind bis in die Gehirnstrukturen hinein. Und andererseits kann eben viele Pädagogik statt durch Worte, durch Sinneserfahrung geschehen. Und dazu gibt man den Kindern Gelegenheit, indem man richtige Materialien dafür hat. Vor allem keine mit vorgefertigtem Zweck, sondern zweckfreie Materialien wie Brettchen und Steine und Hölzer und so weiter, wo die Fantasie sich dann frei entfalten kann. Je mehr die Sinne geschult und differenziert sind, desto empfänglicher ist der Mensch für die Welt, für die Kultur. Und insofern ist das ein echter Bildungsbeitrag. Nicht theoretische Belehrung, sondern das sich bewegen und spielen im Garten und im Wald. Besonders aber miterleben und mittun sinnvoller Arbeitsprozesse in der Natur lassen ein liebevolles Verhältnis zur Umwelt entstehen. Das ist für mich selbstverständlich, dass wir auch in einem Waldorf-Kindergarten zum Beispiel Obstbäume haben, dass wir einen Kräutergarten haben, dass wir aus den Äpfeln Apfelmus kochen oder sie fürs Müsli nutzen und die Kinder einfach auch da nochmal wertschätzen, wofür dieses Obst ist, dass man das nicht mit den Füßen tritt und über den Zaun schmeißt, sondern dass die Kinder bei uns wissen, wenn wir rausgehen und sie finden Äpfel auf dem Rasen, dass sie die immer gleich einsammeln, weil sie dann wissen, wenn Müsli-Tag ist, dann essen wir die Äpfel, die wir bei uns im Garten geerntet haben. Ich denke, gerade heutzutage ist es ganz wichtig, dass Kinder solche Prozesse vom Anfang bis zum Ende erleben dürfen, was heutzutage einfach gar nicht mehr normal ist. Man geht in den Supermarkt, kauft eine Milch und man geht in den Supermarkt, kauft eine Fertigpizza oder einen Apfelsaft. Die Kinder haben den Bezug gar nicht dazu und können so einfach den Bezug zu den Produkten, die wir hier konsumieren, einfach nachverfolgen. Auf dem Weg zur fertigen Pizza oder zum gebackenen Brötchen erleben die Kinder in einem Waldorf-Kindergarten, wie selbstverständlich sinnvolle Zusammenhänge. Sie dreschen das Korn, mahlen es und verarbeiten das Mehl zu einem Teig. Solche Prozesse immer wieder zu tun und aus dem Tun heraus zu verstehen, gibt dem Kind Sicherheit in einer zunehmend komplexer werdenden Welt. Es passiert ja heutzutage so viel in unserer Welt, was ein kleines Kind überhaupt nicht durchschauen kann. Wir haben so viele Maschinen, wir drücken auf die Knöpfe und irgendwann kommt mal was raus oder wird was reingesteckt. Und was soll man da als kleines Kind erleben? Wie soll man das durchschauen? Kinder suchen Lebenswirklichkeit. Ja, wenn wir Brötchen gebacken haben und es sind Krümel auf dem Boden, dann muss gefegt werden. Das ist ein ganz elementarer Zusammenhang für ein kleines Kind. Und genauso ist das, wenn man gefrühstückt hat, dann muss das Geschirr abgewaschen werden. Und das sind alles so Sinnzusammenhänge. Also es erlebt einen Anfang und ein Ende. Und die sind teilweise so elementar, dass die Kinder gut mitmachen können und sie auch durchschauen.